Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hof Mainzmoor. Opfer, Rückweg. Das wäre nicht so günstig, jetzt damit loszufahren. Ja, eigentlich fahren wir drillen, ne? Aber manchmal hat es auch Vorteile, wenn man erstmal die Drille voll macht, bevor man losfährt, ne? Ja. Yeah. Das würde nämlich sehr viel bringen. Ich habe gesagt, Roggen wollen wir auch sehen, ne? Ja. Eine Ecke Roggen, eine Ecke Tritikorne. So, jetzt. Da steht hier noch was. Glück gehabt. Reicht nicht. Reicht nicht. Da müssen wir mal eben dazu machen. Hier aufmachen. Dann holen wir den Hubwagen raus, ne? Kennt ihr? Den Hubwagen. Nehmen den Hubwagen und ziehen die Palette langsam. Ja, langsam, ne? Nach vorne. Mann. So, langsam. So, da müssen wir drankommen. Dann stellen wir den Hubwagen wieder zurück in die Ecke. Zap, zap, ab und können einsteigen in unseren Pferd. So, mal gucken, ob wir da überhaupt drankommen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, Glück gehabt. So, da haben wir Checkkarten hinter. Jetzt können wir drillen fahren. Ich glaube, das macht. Ja, wir selber machen, weiß ich nicht. Ja, wir machen es selber. Kann zwar Kurs generieren, aber ich denke, wir machen es selber. Eigentlich muss ich Kartoffeln auch machen, ne? Kartoffeln waschen und dies und das, ja, mal gucken. Ist schon mal ganz sinnig, so ein paar Kartoffeln fertig zu machen, ne? Die müssen nämlich alle noch in die Waschanlage. Und dann können wir den 412er nämlich so langsam zurückholen zum Hof. Oh, wahrscheinlich muss er jetzt noch da bleiben, ne? Schickifeini, Abfahrt. Dann haben wir es hier bald geschafft. Ja, düngen müssen wir, glaube ich, noch, ne? Ob wir da beim nächsten Indien-Tag werden wir wahrscheinlich düngen und ich werde, glaube ich, auch Pflanzenschutz betreiben. Wie ist halt erledigt. Dann brauche ich mir da keine Sorgen mehr drum. Habe ich hier für einen Kurs? Ich glaube nicht, ne? Da. Unsere Klee-Ecke. Schicki, Freunde, hier sind wir schon mal da. So, Junge. Ja, düngen und säen. Haben wir da einen Kurs für? Ich weiß gar nicht, wie sind wir? 111. Haben wir bestimmt noch keinen Kurs für. Doch. Okay. Wo fängst du an? Nichts Genaues weiß man nicht, ne? Ne, lass mal, wir machen das selber ab vorne. Das kann es nicht sein. Hier, diese Ecke mag der nicht, ne? Buddelt er sich grundsätzlich eine Donnerschlag. Und
Da steht er nicht drauf auf Tiergriff. Ich weiß nicht warum, Leute. Da buddelt er sich immer ein. So Schickifoni, das läuft hier. Da kriegen wir was fettig. Korrekt. Boah. Das läuft. Ja, die zwei Ecken eben noch säen und dann, ja. Nächsten Dinge im Tag, wa? Ich hoffe, dass ich da mit meinen Kartoffeln auch ein bisschen an den Topf komme. Dass wir da ein bisschen Kohlen machen. Dass wir uns nächstes Jahr nur ein, zwei Felder kaufen können. Ich habe auch erst überlegt, die Drille zu tauschen, ne? Was ist die für ein Gebuddel? Und was ist das doch gar nicht? Nee, nee, nee. So fangen wir aber nicht hier an, ne? Krass, oder? Ja. Schicki fein. Das läuft. Nicht ganz ehrlich, das läuft. Das kriegen wir rucki zucki hin, hier eben drillen und dann haben wir da Ruhe. Dass wir das schick fertig haben. Wie gesagt, ich hatte erst überlegt, eine andere Drille zu kaufen, aber ich habe mich dann erstmal nicht entschieden dafür. Ich habe mir gedacht, dann machen wir das halt mit 4 Meter, das kriegen wir auch noch hin. 4 Meter geht ja noch. Also wenn du 3 Meter hast, dann kriege ich einen Föhn dabei. Vor allem diese Flächen sind ja jetzt nicht klein, die wir jetzt hier noch drillen, ne? Das darfst du halt nicht unterschätzen. Die sind mal nicht eben, sondern da brauchst du schon ein bisschen was für. Aber noch haben wir ja Zeit. Ist halt nur immer dumm, dann willst du auch ein bisschen Kartoffeln waschen und dies und das und dann kommst du halt nicht so voran, aber dann werden wir uns jetzt im Winter ziemlich viel in Kartoffeln, wird man ja auch ein bisschen vorstellbar machen, ne? Schneeschippen habe ich nicht so die Lust drauf, bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht so mein Ding, Schneeschippen. Ja, haben wir das erste Mal rum schon fertig. Schicki fein. Richtig gut. Läuft. Ja, wie gesagt, den nächsten Ingame-Tag. Ich glaube, wir werden dann Düngen und Pflanzenschutz betreiben und dann war es das hier erstmal. Ich glaube, ich werde dann noch Pflanzenschutz machen. Dann haben wir das erledigt. Haben unsere Ruhe. Brauchen da uns im nächsten Jahr, obwohl nächstes Jahr haben wir dann echt nicht viel zu tun, ne? Im Frühling. Aber es gibt ja auch keine Erntemission im Moment. Sonst hätten wir echt schicki vorhin die Erntemission machen können. Und irgendwie haben die wohl keinen Bock da drauf. Ich weiß auch nicht. Hier sind nur Ballenpressen, ne? Und mit Seasons und Horse Extension Ballenpressen. Das sollen andere machen, da habe ich keine Lust drauf. Nicht ganz ehrlich. Das sollen mal die Leute machen, die hardcore sind. Das mag viel nicht. Ja, das passt schon. Das passt schon einigermaßen, ne? Soweit. Und vielleicht können wir diesen Roggen auch mal häckseln. Das wird GPS häckseln, aber normal brauchen wir kein GPS. Wofür? Wir können alles so
ganz in Ruhe machen und dann ist gut. Brauchen wir auch für Getreideschrotrobben, ne? Ja. Tritikale auch. Das ist ja mit unserer Einnahmequelle hier, ne? Und bald hoffentlich Milch. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf, ne? Die erste Milch hier auf Hof Mainz. Nach langem Arbeiten kriegen wir dann die erste Milch. Schickifeini. Schickifeini. So soll es sein. Die erste Milch. Ich muss, glaube ich, gleich das Fenster zumachen. Ja. Dann spinnt mein Track rum. Ich habe da Verdunklungsfolie hinten im Wohnzimmerfenster, ne? Weil sonst erkennt der Sensor das da oben, ne? Im Moment habe ich das Fenster noch auf, weil es ja gestern ein wenig warm war und ich hier 29 Grad in meiner Bude hatte. Da freut man sich dann. Stehst du morgens freiwillig etwas früher auf und lüftest erstmal durch, ne? War nicht so schickifeini. So Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen nach oben freuen. Bin ganz ehrlich, freue ich mich wirklich drüber. Und wenn es euch gefallen hat hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.